Mit dem Citroën C4 Cactus Airflow 2-Liter Konzept zeigt Citroën die Studie eines C4 Cactus, der nur 2 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen soll. Das Fahrzeug wurde durch den Einsatz besonders leichter Materialien ordentlich abgespeckt. Es sollen 100 Kilogramm weniger als beim Serienmodell sein. Außerdem wurde das Fahrzeug total auf Aerodynamik getrimmt, mit speziellen Lufteinlässen, die nach Bedarf öffnen oder schließen. Weitere aerodynamische Maßnahmen gibt es etwa durch entsprechende Spoiler oder besonders windschlüpfrige Felgen. Das Modell verwendet den Antriebsstrang Hybrid Air. Diese Technologie wurde von PSA erstmals 2013 präsentiert und beruht auf der Verbindung mehrerer Baugruppen und Technologien, die bereits erprobt wurden. Die Dreizylinder-Benzinmotorisierung PureTech, ein System zur Speicherung von Energie in Form von Druckluft und eine Einheit, die sich aus zwei hydraulischen Motorpumpen und einer automatischen Übersetzung mit Umlaufgetriebe zusammensetzt. Bereits 2016 werden Serienmodelle mit dieser Technologie erwartet.